Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tschernobyl Light. Und ja, ich möchte den Tag beenden, den wir in der letzten Folge beendet haben. Und wir fangen neu an. Beziehungsweise neu. Nicht neu, sondern Tag 3. Der Schutzraum am Morgen. Und genau, wir haben so ein bisschen unsere Base quasi jetzt schon wieder so ein bisschen aufgepäppelt. Wir haben beim letzten Mal hier so ein bisschen so eine Feuerstelle gemacht. Ich weiß gar nicht, die Werkbank, die hatten wir glaube ich auch gebaut, ne? Ich bin mir nicht sicher. Noch einen Spind haben wir hingezimmert. Ja, Oliver hat ja sein... Hallo! Черт, есть там кто? Михаил, ты в порядке? Не особо. Я подорвал здание и застрял в нем. А еще здесь есть... Здесь что-то есть. Поторопись и захвати противогаз. Ищи в здании возле памятника. Ты умный парень. Думаю, сразу разберешься. Надо было мне раньше подумать про эти бочки. Этот газ... Мощная штука! Er hört Dinge und sieht Dinge. Toll! Какие-то образы! А может, это и не газ вовсе, а наркота, на которой он сидит. Но я все равно не могу его там бросить. Das stimmt. Что за хрень? Это еще что? Оно пытается меня схватить! На помощь! Ich kann ihn nicht allein lassen, das stimmt. Er hat uns ja quasi geholfen, wir hätten sonst nichts über Tatjana erfahren. Gibt es denn eine Möglichkeit, das nochmal nachzulesen? Da wollte ich jetzt mal geschaut haben. Er sagte, was irgendwas mit Statue, neben der Statue oder neben dem Denkmal, finden wir eine Gasmaske. Das müssen wir behalten. Ist das hier der Bericht gewesen? Ich lese nochmal eben. Ja, das ist der Bericht, genau. Dann wurden wir angegriffen vom schwarzen Stalker und deswegen würde ich das jetzt nochmal eben schnell nachholen. Also, wir waren stehen geblieben bei 1997. Monat und Tag unbekannt. Zweiter Vorfall nicht nachgewiesen. Männlich 51, Dauer 1 Minute, unvollständig. Die Phase dunkel hier drin ist zu hören. Die Phrase dunkel ist zu, drin ist zu hören. 8.7.1999, Vorfall Nummer 080799, weiblich 27. Dauert 10 Minuten, größtenteils unvollständig. Das Wort grün ist zu hören. 11.03.2000, Vorfall Nummer 040399, männlich 27 Jahre alt, dauert 30 Minuten. Testperson wiederholt die Phrasen, möge das Fest beginnen, die vollen 30 Minuten. 11.08.2000, Vorfall Nummer 110899, männlich 27 Jahre alt, dauert 30 Minuten. Erst unverständliches Wort. Effli, Wiederholung für 29 Minuten. 1 Minute, das Wort Gott. 12.03.2001, Vorfall Nummer 120301, Dauer 3 Minuten. Der Name Tatjana Amalieva ist zu hören. Anmerkung, der Name bezieht sich auf den Fall Tatjana Amalieva, Referenznummer 860917TA. Eine Chemieingenieurin, die im WI Leninkraftwerk in Tschernobyl arbeitete. Sie wurde vom KGB-Agent Splitter überwacht. So, damit haben wir das dann auch nachgelesen, Gott sei Dank, puh. Und ich wurde so ganz klein heimlich einfach vom Stalker angegriffen. So, gut, wir müssen, ne, Statue oder Denkmal müssen wir im Kopf behalten. Видишь дым возле радара дуга? Уверен. Это дело рук твоего нового друга Михаила. Rauch? Welcher Rauch? Welcher Rauch? Ach, da hinten. Ja, ich sehe den Rauch. Gut, pass auf. Der soll sich erstmal ausruhen. So, die Sperrzone verändert sich durch deine Entscheidung und dein Spielfortschritt oder dein Fortschritt. Wenn mehr Helikopter fliegen und mehr Nahsoldaten patrouillieren, dann mach dich auf einen Kampf gefasst. Du wirst auf deiner Mission auf jeden Fall besser ausgerüstete Soldaten treffen, wenn um das Kraftwerk mehr Tschernobyl zu sehen ist, wirst du wahrscheinlich auf mehr Monster treffen. Die Zeit beeinflusst die Sperrzone ebenfalls. Die Strahlung im Gebiet wird stärker. Und je mehr Tschernobyl-Light-Partikel in der Luft sind, desto häufiger finden Tschernobyl-Lichtstürme statt. Baue bestimmte Maschinen, um den Naturgewalten entgegenzuwirken oder deren Auswirkungen rückgängig zu machen. Was?
Sonst noch welche Infos? Das ist aber auch alles neu. Ach du Heiliger. So, Michael in der Klemme. Die letzte Mission hätte definitiv besser laufen können. Michael hat Sprengladungen gezündet, um einen Nahangriff zu stoppen und sitzt nun in einem Gebäude fest, das mit Giftgas gefüllt ist. Ich brauche eine Gasmaske, um ihn rauszuholen. Die holen wir jetzt. So, er wird auf jeden Fall sich ausruhen. Er soll erstmal in der Basis sich ausruhen. Wir gehen von alleine rein. So, in der Basis ausruhen, nehmen einen Tag frei, lalala. Ja, okay, genau. So, Mission starten. Let's go. So, und wir werden jetzt unseren Freund Michael retten. Michaela, aha. Игорь, ты как старая черепаха, которая перевозит животных через реку на своей спине. Вот только некоторые из них скорпионы. А скорпионы жалят. Такова их натура. Okay. Gut. Da ist auf jeden Fall noch ein paar Sachen hinzugekommen. Also jetzt kurz vor dem offiziellen Release, also zum Full Release. So, Nachmittag, Tag 3, das Auge von Moskau. Vor allem auch mit den, ja, Umgebungssachen. Das wird ja lustig. Auf jeden Fall sammle ich weiter Ressourcen. Und der Stalker kommt auch. Das ist ja heftig. Das heißt, wir können nicht ewig hier verwalten. Erstmal mache ich wieder die Fragezeichen, ne? Wenn wir welche haben. Gucke. Ja, davon haben wir zwei. Wir waren hier schon mal. Auf der Karte, glaube ich zumindest. Ja, hier ist das Flugzeug. Das ist dieselbe Karte wie beim letzten Mal. Nur Nachmittag. So. Trotzdem würde ich jetzt erstmal das Gebiet ein bisschen erkunden. Was heißt erkunden, aber halt so ein bisschen schauen, ob wir vielleicht noch ein paar Sachen finden. Wo gehe ich denn jetzt lang? Ja, ich gehe rechts lang, das ist das erste Fragezeichen. Da oben ist das andere. Und da ist Michael versteckt. So. Schauen wir mal, ob wir hier noch auf Soldaten treffen. Boah, wie gut das einfach aussieht. Und das ist nur auf hochgestellt, ne? Also ich wollte es mal erwähnt haben. Das ist jetzt keine Epic-Einstellung. Da Pilze. Pilze und Kräuter, sehr, sehr gut. Wegen Heilung und so. Aber auch jede andere Ressource, die wir finden könnten, wäre super. So, das Gebäude wieder hier ist ein Fragezeichen. Oder war das da, wo wir nicht reinkamen? Ich höre Tritte. Ich höre Schritt. Das ist aber neu. Das war aber heute Morgen noch nicht. Ja, schön. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Kommt der einfach aus der Wand? Das Fragezeichen ist wo? Fragezeichen hier. Es ist drüben, ne? Das Fragezeichen. Hab ich schon gedacht. Ich weiß halt nicht, wie viel der aushält, ne? Alter, der teleportiert sich einfach. Ernsthaft? Alter! Hoha, huha, ja, bua! Ich düse und düse im Sauseschritt. Kommt er raus? Alter. Boah, okay, wir brauchen unbedingt einen Dietrich und eine andere Waffe, wenn wir die dann finden. Puh. Oh, das sind Soldaten. Fuck.
Okay, es wird auf jeden Fall schwerer. Klar können wir die natürlich umlegen. Um Ecke bringen. Problem nur, unser Geistzustand nimmt dann wieder ab. Und da habe ich auch nicht so allzu sehr Lust drauf, muss ich sagen. Hat er uns gesehen? Ist irgendwas zum Sammeln oder so? Wollt mal gucken. Scheint aber im Gebäude, glaube ich, zu sein. Das war ja mies gerade. Gasmaske. Ja, Gasmaske und Filter. So, wie nutze ich die? Kann ich die einfach aufsetzen? Verwenden. Okay, F. Schützt vor gefährlichen Giften und den meisten Gasen. Verringert die Sicht und erschwert das Atmen. Kann dir aber helfen, bisher unzugängliche Orte zu erkunden. Einsatz erfordert Gasfilter. Da haben wir 3 Stück von. Genau, wir mussten ja an der... Hat er nicht gesagt Statue oder irgendwie sowas? Okay. Und er ist ja... Wo ist er drin? Nein, nein. Nein, für die Karte. Warte mal, wo ist er denn drin? Da, ah, okay, wir mussten erst die Gasmaske holen. Okay, alles klar. Gut, da drüben ist jetzt quasi nochmal ein Fragezeichen. Würde ich nochmal abklappern. Will nur erstmal den Gegnern so ein bisschen aus dem Weg gehen. Schon wieder den Glockenschlag. Fragezeichen. Oder ist das Fragezeichen, wo wir nicht reinkamen beim letzten Mal? Fragen über Fragen. Wir schauen einfach mal. Aber cool, dass wir jetzt die Gasmaske haben. Das haben wir beim letzten Playthrough oder beim letzten Durchlauf hatten wir das auch nicht, ne? Also den Anfang, den wir hatten. Da habe ich ja auch die Gasmaske verzweifelt gesucht. Ah, guck mal, jetzt sind die Pakete da drüben weg. Dafür sind hier neue Sachen gespawnt, die nehme ich natürlich mit. Was ich habe, habe ich. Wo wir angefangen haben. Ich habe ja komplett, für die, die vielleicht jetzt einsteigen oder so in die Folgen, weil so lange nichts kam, wir haben halt komplett nochmal neu angefangen, weil es halt ein Major-Update gab, quasi auf die Version 1.0, kann man sagen. Weil ja das Spiel jetzt den nächsten Full-Release hat. Und dann habe ich dann gesagt, dann fange ich komplett von vorne nochmal an, um halt nochmal komplett alles auf Null zu resetten und so, und nochmal komplett von vorne anzufangen, um das Erlebnis voll der Immersion zu geben. So, und es kann natürlich sein, dass hier so viele Sachen neu sind. Das ist das Fragezeichen, okay. Die wir vielleicht noch nicht herausgefunden haben oder so, so wie zum Beispiel den Stalker, der uns einfach angreift. Das ist auch neu, das war auch nicht. Okay, das Fragezeichen kriegen wir hier noch nicht. Da brauchen wir einen Dietrich für. Ich weiß nicht, ob wir Dietrich hier später finden können. Wäre mal interessant zu wissen. Aber gut, jetzt gehen wir erstmal unseren Freund retten. Und ich weiß nicht, ob hier Ressourcen auch neu spawnen. Anscheinend aber ja. Weil das nehme ich schon mit Mechanikteile und so. Bei Divers kriegt man immer alles angezeigt, ne? Wenn man divers einstellt. Man kann den Handscanner, den hier übrigens, den kann man übrigens umstellen. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Also nicht mit Mausrad. Hallo? Hier mit diesen Pfeilen kann man nach links und rechts so ein bisschen quasi einstellen. So, ich guck nochmal eben. Da kommen wir nicht rein. Da brauchen wir auch einen Dietrich für. Genau. Da liegt nämlich zum Beispiel eine Schrotflinte drin. Da vorne ist noch ein bisschen, das richtig sehe. Ja, nice. Kraut. Kräuter. Zum Heilen und so ganz wichtig.
Nein, was wollte ich gesagt haben? Ich schweife schon mal ein bisschen ab. Ja, genau. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich sage, ja, ich habe das schon mal gespielt. Also ich habe das Spiel nicht komplett durchgespielt, sondern ich habe nur, glaube ich, 14 oder 15 Folgen oder so, glaube ich, gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich fange nochmal komplett noch von neu an. Okay. Und ja, so. Dann schauen wir mal, dass wir ihn retten. Ach du Heiliger. Oh Gott, 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 oh Gott. Bevor wir da reingehen, erstmal Maske gleich aufsetzen, ne? Ich schau nochmal hier im Gebäude. Genau, was ich sagen wollte ist, wir haben das Level ja morgens gespielt. Ist jetzt mittags denn neue Ressourcen am Spawnen? Oder wie ist das? Oder sind hier keine neuen? Einfach nochmal gucken? Nö. Okay. Vielleicht spawnt irgendwie zwei Tage später nochmal alles neu. Kann natürlich auch sein. Ja. Oh, hallo, mein Freund. Der Sonne. So, ich guck mich nochmal hier ein bisschen um, ob ich vielleicht irgendwas finde. Vielleicht gleich nochmal eben einmal abscannen hier die Gegend. Und dann würde ich gleich einmal da reingehen. Aber anscheinend ist... Da ist noch ein Pilz, guck mal an. Nehmen wir mit. So, und da oben ist auch noch was drin. Jetzt weiß ich nur nicht, wo der Eingang war. War der hier an der Seite? Ne, oben, ne? Das heißt, ich muss jetzt die Gasmaske aufsetzen. Oder kann ich erstmal so rein? Ich probiere erstmal so. Und dann gucken wir mal. Ich weiß halt nicht, ob das Spiel mir sagt irgendwie, ab wann ich die Gasmaske aufsetzen soll. Da glaube ich, kommen wir nicht rein. Da brauchen wir auch keine Gasmaske. Da brauchen wir einen feuerfesten Anzug, würde ich jetzt mal behaupten. Da ist Gas. Alles klar. Ab hier. Ja. Entschuldigung. So, anverwenden. F. Ich scanne nochmal die Gegend. Vielleicht. Wie geil! Okay. Weiß nicht, ob er das ist. Миша, подъем, подъем, пора идти. Ох ты ж. Да что ж в этих бочках? Das weiß ich nicht, was. Какое-то отравляющее вещество. Может, смесь 78. Даже противогаз не спасает. Надо найти Михаила и свалить отсюда скорее. Okay. Ja, ich denke auch, dass ich schnell verschwinden sollte. Au, meine Maske ist kaputt. Wo muss ich hin? Ist das Michael? Прости меня. Прости. Пожалуйста. Я так виноват. Мамочка, ну пожалуйста. Только не говори ему, ты кто? Ты не мамочка. И ты не мой дядя. Ты спишь у нее в комнате каждую ночь. Я когда вырасту большим, я тебе хрен отрежу и в глотку твою засуну. Надеюсь, ты хоть кристалл с собой принес. Он мне так нужен. Очень нужен. Он про метамфетамин, что ли? Этот парень и правда нарко какой-то. Сзади! Сзади! Was? Weiß doch gar nichts. Hör mir an zu lügen. Was? Oh nein. Ernsthaft jetzt? Was zur Hölle? Kristalle.
Урод ты! Коты, 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 коты! Не трогай маму! Alter, ich sollte hier auf jeden Fall schleunigst raus. Chernobyl Light aufheben. Okay, wir haben ein bisschen Chernobyl Light aufgehoben. Und jetzt sollten wir, glaube ich, hier schleunigst raus, ne? Газа все больше. Если не уберемся сейчас, останемся тут навсегда. Отвали! Сука, ты предатель! Ты как тут оказался? Насчет базы данных Нара. Мы можем считать, что тема закрыта? Ты спас мой зад, и я благодарен. Но это не значит, что я тебе доверяю. Но ты можешь мне доверять. У нас общие цели. Угу. Я вот тоже так думал. Но ты завалил миссию. Теперь мне ясно, что это не так. Так что давай, увидимся. Или нет? Ihn bitten, dich anzuschließen? Behalte besser im Auge. Außerdem brauche ich so viele Leute wie möglich. Sag mir, dass er gehen soll. Er ist nutzlos. Ne, nutzlos ist er nicht. Eigentlich hat er seine Sache ganz gut gemacht. Пойдем со мной на базу. Тебе не помешает отдых. Может, лучше в прятки сыграем? Ты пойдешь нахрен и там спрячешься. Ты облажался. Подставил нас обоих. А теперь ждешь моей помощи? Хрен тебе! Erkläre dich. Vielleicht kann ich Michael noch, doch noch auf meine Seite bringen. Sag ihm, er soll sich zusammenreißen. Seine seltsamen Macken sind mir sowas von egal. Ich will nur Tatjana finden. Слушай, Миша, прости, что мне пришлось отступить от плана. Ни хера ж себе! Ты не отступил от плана! Ты тупо попёр на пролом и всё испортил! Es tut mir leid, Mann. Знаю, я знаю. Но я пришёл, когда ты был в ловушке. Беспомощный, один. Заблудившийся в галлюцинациях про твою маму и ее... А вот тут притормози, дружище! Ты можешь называть меня алкоголиком, говорить, что я нарк, преступник или насильник, мне насрать! Но даже не вздумай. Ты усек? Не вздумай. Никогда говорить о моей маме! Окей, 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 окей. Ты понял меня или нет? Ладно, ладно. Да, я все понял. Тебе реально нужна помощь. Да! Мне была нужна помощь. Нужна была твоя помощь. А ты меня кинул. Вот и сказки конец. Просто приходи на базу, и мы все это обсудим, когда оба немного остынем, ладно? Ты только не пугайся, ладно? Я открою портал, и ты сможешь вернуться на базу. Michael in der Klemme, Quest abgeschlossen. Juhu! So. Status von Michael hat sich verschlechtert. Ja, ja, aktuell Status schlecht. Ja, gut. Das wird Michael nicht gefallen. Eine Fähigkeitsstufe 4. Cool, aber das haben wir beim letzten Mal nicht so erlebt, diese Mission, kann ich mich entsinnen. Ich weiß gar nicht, ob wir die auch gemacht hatten. Bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Achso, ich kann die Gasmaske jetzt abnehmen, ne? Verwenden. So. Ja, cool. Was für eine geile Mission. Ich würde sagen, wir haben hier sowieso nichts mehr zu tun, groß. Deswegen würde ich sagen, wir reisen jetzt erstmal zurück in die Basis. Und dann gucken wir mal. Hm? Gucken wir mal, was uns erwartet. Jetzt haben wir schon zwei. Jetzt muss ich noch ein Bett bauen. Der kriegt nur einen Schlafsack. Wir haben ihn in den Arsch gerettet und er... meckert auch noch. Unglaublich. Und hat über seine Mama geredet. Wie er halluziniert hat. Also unfassbar. Also. Kann doch froh sein, dass wir ihn gerettet haben. Oh. Ты что вытворяешь? Жить надоело? Ну вот и что? Чего мы добились? У тебя, кстати, предсмертное желание есть? Ты все перепутал. Предсмертное. Только помирать не я буду, а они.
Я не остановлюсь, пока не порву на части этих уродов вместе со всей их шоблой. Уж ты мне поверь. То есть это у тебя личное? Вендетта такая? Личное? Не твое собачье дело. У тебя одна задача была — уронить гребаные сервера. А вместо этого ты решил поискать эту свою барышню. Эх, плевать. Мне сейчас надо кое-что другое выяснить. Ну ладно, тогда не буду мешать. В общем, без обид. Береги себя. Huch. So, er ist immer noch angeschlagen. Ich weiß nicht, wie wir den heilen können, tatsächlich. So, er ist gesund, stabil. Okay, alles klar. Und ist in deinem Team beigetreten. Nice, jetzt haben wir schon zwei Leute. So, Essenverteilung. Zu wenig Betten. Einige Gefährten müssen auf dem Boden schlafen. Ja, das kriegen wir hin. So, normale Essensration. Annehmen. Wir müssen auch auf Essensration gehen, jetzt demnächst. Würde ich erstmal empfehlen. Ich baue aber jetzt nochmal eben ein Bettchen. Damit der da nicht auf dem Boden schlafen muss. So, Kumpel, ich baue dir ein Bett, ja? Ого! Твой револьвер, кажется, еще Октябрьскую революцию застал. Сделай инструмент для калибровки и приведи его в божеский вид. Это можно. Преимущество в бою не помешает. Ага, ага. Меньше слов, больше дела. Ja. Mach ich schon. Lass mich mal. Ich werde jetzt erstmal für dich, Heinz, werde ich jetzt erstmal gucken, dass ich hier Sachen aufbewahre. So, Pilze kommen auch hier rein. Die Maske behalte ich dann, ne? Würde ich sagen, Kräuter, Metall. Wir haben noch einen Revolver gefunden. Weiß nicht, ob wir den auch verschrotten können, tatsächlich. Wollen wir denn die Waffen hier, ne? So. 30 Munition reicht. Gasmaske behalte ich mal. Falls wir die brauchen, haben wir ein bisschen aufgeräumt. Und dann will ich jetzt einmal ein Bett bauen für den Heinz. Machen wir es hier unten hin. Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Ist das Möbel? Hier war das, ne? Oder? Nee. Elektronik, Möbel, Wände? Nee. Das war hier, glaube ich. Nee, das war vorne. Hier. Der kriegt einfach nur ein Dings. Das ist mir sowas von egal. Obwohl wir, dann haben wir wieder hier einen schlechten Ruf, ne? Dann Schlafstelle minus 1 dann, ne? Oder? Ne, die ist aktuell bei minus 1, weil wir natürlich ein Bett zu wenig haben. Genau, so. Und in Klammern, es würde plus 1 dann werden. Der kriegt ja auch so ein Sofa, komm. Oder? Komm, der kriegt ja auch so ein Sofa hin. Hier am besten. So. Genau. So, dann würde ich tatsächlich einmal... Ich will mal ausprobieren, haben wir denn... Ich würde das mal ausprobieren mit diesem Bau dieser Werkzeuganlage. Die würde ich hier oben... Ich würde hier oben vielleicht diese Werkzeugdings bauen, so zur Hälfte. Hier so die Ecke. Und hier vorne dann so ein Aufenthaltsbereich. Lass mal gucken. Bauwerkzeuge. Wir brauchen die Anlage hier, ne? Die Laserschnittmaschine. Die können wir sogar bauen. Wir gehen natürlich runter auf Komfort auf minus 160. Ach du heiliger Strohsack. Wir müssen normalerweise erstmal die Luftqualität und... Warte mal. Energieversorgung? Plus 200 würde der bringen. Ja, das können wir mal machen, ne? Das würde ich hier oben hinpacken. Oder soll ich hier oben die ganzen... Pass auf, ich mach das hier hin. Kann ich den drehen? Ja, dann packe ich den hier hin. Warte mal, ich stelle den so hin. Hier schön in die Ecke rein. Da. Hallo. Dahin kommt er. So, dann haben wir hier wenigstens schon mal Energie. Und... Werkzeuge, Feuerstelle und so ein Kram, ne? Genau, Labor, lalala. Wo ist denn das mit der Luftreiniger gewesen? Das war doch auch hier, oder?
Hier können wir Patronen herstellen. Revolverkalibrierung, Schrotflintenkalibrierung. Ja, ganz toll. Blechwerkzeuge, einfache Rüstung, Tarnausrüstung, Metallplatten, auch interessant. Gärtnerei. Eine Kiste voller Erde, in denen beliebsten Kräuter Tschernobyls ausgesät wurden, produziert täglich bei der Rückkehr in die Basis eine kleine Menge an Kräuter für die Tasche. Oh, das ist ja cool. Oh, das ist ja mega. Das würde ich vielleicht hinten hinbauen. Das würde ich einfach hier so hinbauen, hier in die Ecke. So, dass wir hier so einen kleinen, so eine kleine Gartenecke haben. Das ist ja mega. Vielleicht zwei Stück davon? Ja, würde ich erstmal zwei bauen. Was haben wir hier? Oder machen wir auch mal zwei. So. Und jetzt wollen wir mal gucken, wegen der Luftqualität, wo das war. Beleuchtung, Elektronik, ist das hier? Ne, ist nur Fernseher und ein ganzen Kram. Radio. Möbel, wo ist denn das mit der Luftqualität? Arbeitstisch. Schlafstelle, da sind nur die Betten. Energieversorgung. Kompakter Generator, optimierter Generator. Tschernobyl-Generator, auch toll. Luftqualität hier. Können wir noch nicht bauen, weil, warum? Die Laserschnittmaschine. Ah, okay, wir brauchen die Laserschnittmaschine. Der Komfort lässt aber nach. Wie steigen wir denn den Komfort? Wahrscheinlich durch Möbeljahr und so ein Kram, ne? Durchs Wohlbefinden, oder? Den Komfort, genau. Hier zum Beispiel eine Lampe. Plus 40. Rote LED, Fernseher. Fernseher plus 160, kostet aber 100 Strom. Hier plus 100, kostet nur 40 Strom. So ein Schallplattenspieler. Da würde ich aber erstmal einen Tisch eben bauen. Warte mal. Kann ich noch einen Tisch bauen? Wo war denn das nochmal? War das hier? Nee. Nee, warte mal. Wo war denn das? Hier. Tisch. Hier. Hier ist ja sowieso geplant, so ein bisschen hier wohnlich zu machen. Dann würde ich hier so ein Tischchen zimmern. Hier so. Und da würde ich dann jetzt quasi, warte. Den da drauf bauen. So. Ich drehe den mal. Diesen Schallplattenspieler. Da kann man hier ein bisschen sitzen und Musik hören. Sitzen, wenn wir Möbel haben. So. Gut. Das heißt, wir könnten jetzt theoretischerweise... wo war das jetzt? Laserschnittmaschine, hier. Minus 160. Wir haben aktuell 160, ne, oder? Ja, wir haben aktuell 160. Das heißt, wir wären plus minus 0. Und 100, Luftqualität geht runter, aber wir bauen die ja, die Luftqualität. Dann haben wir quasi eine Win-Win-Situation, wo gleich plus minus 0... Alter, wir sind schon bei 33 Minuten. Ich wollte eigentlich die Folge schon längst beendet haben. Aber egal, es macht gerade mega Spaß. So, bauen. So, dann haben wir die Laserschneidemaschine und dann würde ich jetzt einmal gucken, kriege ich die Dings noch gebaut oder habe ich jetzt die Ressourcen verblasen? Nein, können wir noch bauen. Genau. So, die baue ich am besten hier direkt neben. Oder nee, da kommt die Maschine zum Dietrich bauen, ne? Die mache ich hier hin, die Luftmaschine. Hier. So. Und damit sind wir quasi bei minus 80 Komfort. Das heißt, wir müssen noch irgendwas bauen für den Komfort. Zwei Lampen kosten uns aber Energie, ne? Plus 20. Oh, hier ein Sessel. Hier. Da kann man sich hinsetzen. Und kann ein bisschen Musik hören. Und dann sind wir wieder plus minus 0. Sehr schön. So.
Dann haben wir nämlich da den Status der Basis ganz gut. Und dann müssen wir nochmal gucken, dass wir jetzt demnächst dann diesen Dietrich-Kram da haben, bauen. Den würde ich gerne haben. Ich weiß jetzt nur nicht, wo der war. War das hier? Nee, wo war das gewesen? Energieversorgung? Hier ist das, glaube ich, gewesen, ne? Schrotflinten? Nee. Hier. Könnten wir sogar bauen, würde aber Energie brauchen. Und der Komfort geht wieder runter. Das heißt, da müssen wir erstmal gucken, dass wir vielleicht den Komfort wieder verbessern. Aber wir haben einigermaßen einiges verbessert. Wir können hier die Leute sitzen lassen. Denen geht's dann gut. Wir müssen sowieso als nächstes erstmal auf Essenssuche gehen. Weil wir brauchen Nahrung. Das ist jetzt erstmal das Wichtige. Nahrung und Ressourcensammlung, bevor wir jetzt erstmal mit den Quests weitermachen und alles. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Und dann schaltet ihr wieder ein, wenn es wieder heißt Tschernobyl Light. Also bis dann. Tschüss.